Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Diese Dinge finde ich wirklich gut. Heute möchte ich euch mal was Digitales zeigen, und zwar eine App. Genauer gesagt, die App Duolingo. Was ist Duolingo? Gute Frage. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose App, mit der ihr gewünschte Fremdsprachen lernen könnt. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und vieles mehr steht zur Auswahl. Wie euch vielleicht schon mal diskret aufgefallen ist, sind meine Englischkenntnisse nicht unbedingt the yellow from the egg. Das ist der Grund, warum ich mir dieses Duolingo überhaupt mal angeschaut habe. Das Ganze ist sehr einsteigerfreundlich gestaltet und man findet sich sofort zurecht. Man kann unter verschiedenen Kategorien auswählen und direkt loslegen. Je mehr Übungen ihr absolviert, desto schwieriger werden die Aufgaben. Wird eine Übung beendet, erhaltet ihr XP. Also Erfahrungspunkte. Diese wiederum lassen euch in der jeweiligen Liga, in der ihr euch befindet, in der Rangliste steigen oder fallen. Eine Rangliste besteht jeweils aus, ich glaube, 30 Mitgliedern, deren XP ihr in Echtzeit ansehen könnt. Die ersten 10 steigen in die nächste Liga auf. Platz 11 bis 23 würde in derselben Liga bleiben, während der Rest, hier rot, zurückfallen würde, in diesem Beispiel aus der Goldliga zurück in die Silberliga. Nach der Goldliga kommen noch einige weitere hinzu, aber so weit bin ich noch nicht. Das Coole an dieser Rangliste ist die Motivation, die sie mit sich bringt, wenn man wirklich aufsteigen möchte oder gar auf dem ersten Platz abschließen möchte. Dafür muss man aber schon wirklich etwas tun. Was ich übrigens schon zweimal geschafft habe. Aber wichtig ist nicht, dass ihr die Goldmedaille holt, sondern dass ihr euer eigenes Tempo findet. Wie gesagt, für XP müsst ihr was tun, und zwar lernen. Ihr könnt wie gesagt mit einem der Themen beginnen und euch nach und nach steigern. Oder ihr könnt euch auch kurze Geschichten anhören und Fragen dazu beantworten, um euer Hörverständnis zu trainieren. Wie schon angemerkt, das Ganze ist kostenlos und wird mit Werbeeinblendungen finanziert, was ich wirklich okay finde. Jedoch könnt ihr euch Duolingo Plus holen. Zu den Preisen kann ich euch leider keine Angaben geben, aber ich denke, es lohnt sich. Diese Variante bietet euch zugeschnittene Übungen anhand der Fehler, die ihr macht. Außerdem habt ihr da unendlich Herzen zur Verfügung, was mich zum nächsten Punkt bringt. Herzen. Ihr startet mit maximal 5 Herzen. Solltet ihr einen Fehler machen, verliert ihr jeweils eines davon. Gehen euch die Herzen aus, könnt ihr die angebrochene Übung nicht beenden und ihr müsst erstmal wieder neue Herzen ansammeln. Das passiert entweder von ganz alleine, ich glaube alle 5 Stunden oder so kriegt ihr ein Herz gut geschrieben, oder ihr macht eine aktuelle Übung, um ein einzelnes Herz zu verdienen. Habt ihr das geschafft, habt ihr die Möglichkeit, einen kurzen Werbeclip anzusehen, um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Ja, das so in der Theorie. Ihr werdet nicht nur Wörter lernen, sondern nach und nach wird euch die korrekte Satzstellung sowie Zeiten oder komplexe Grammatik zum Thema werden. Und ja, Uhudini hier, das bin ich. Ich mache das Ganze jetzt seit etwas mehr als 2 Wochen und ich denke, dass es mir wirklich nicht schaden kann. Ihr könnt so viele oder so wenig Übungen machen, wie ihr wollt. Aber am meisten hilft natürlich beim Lernen, dass ihr das Ganze immer und immer wiederholt. Ja, und ich denke, um euch einen kurzen Einblick zu gönnen, mache ich mal kurz eine Übung, um mir ein weites Herz zu verdienen. Diese Übungen sind zu Beginn noch relativ leicht, aber je mehr Fortschritt ihr macht, desto schwieriger werden sie. Es kommt mir auch so vor, als ob die meisten Menschen heutzutage wirklich gut Englisch können und darum werden die meisten von euch über die nächste Übung lachen. Aber wie gesagt, ich denke, Duolingo ist für Anfänger ebenso geeignet wie für Fortgeschrittene. Und ach ja, bevor wir loslegen, muss ich noch ein kleines Manko erwähnen, das ich zu Duolingo zu sagen habe. Nach einer gelösten Aufgabe wird eure Antwort überprüft. Richtig oder falsch? Leider hatte ich jetzt schon ein paar Mal das Problem, dass meine Antwort falsch war, aber ich nicht verstanden habe, warum sie falsch war. Klar, wenn ihr komplett falsch übersetzt, sind die Fehler nachvollziehbar. Jedoch gewisse Grammatikregeln muss man zuerst mal wissen, um sie zu verstehen.
Hier nur ein kleines Beispiel. Ein Elefant sollte eigentlich a Elephant heißen. Logisch, oder? Nein, falsch. Ein Elefant ist an Elephant. Aber warum ist das so? Bei solchen Themen wäre es cool, wenn die App eine kurze Einblendung mit der jeweiligen Ausnahmeregel bereit hätte. Nur um zu verstehen, worauf man beim nächsten Mal wirklich achten sollte. Da wir diese Info nicht aus der App kriegen, werde ich jetzt einfach mal das Internet zitieren. Beginnt das Wort mit einem Konsonanten, verwendet man A. Bei Wörtern oder Ausdrücken wie Ball, Glass of Water oder Cup of Coffee heißt es A Ball. A Glass of Water and A Coffee. Zu dieser Regel gibt es allerdings eine Ausnahme. Bei Wörtern mit stummen H, wie zum Beispiel Hour oder Honest, muss ein N verwendet werden. Richtig ist also an hour und an honest mistake. Bei Wörtern wie Umbrella, Ice Cream und Apple ist an Umbrella, an Ice Cream und an Apple korrekt. Leider gibt es auch zu diesen Regeln einige Ausnahmen. Wenn U genauso klingt wie U in U oder O genauso klingt wie das W in One, müssen Sie A verwenden. Beispielsweise A one-legged man und a European trip. Ja, ihr seht, ich habe mich mit der ganzen Grammatik ziemlich beschäftigt, aber ich habe das Ganze nur abgelesen und ich werde auch versuchen, das Ganze euch bildlich darzustellen, aber wie gesagt, für die meisten von euch dürfte das eigentlich klar sein. Für mich ist das nicht so und deswegen würden mir solche theoretischen Regeln auch wirklich helfen, um zu verstehen, ach so, deswegen ist es falsch, beim nächsten Mal muss ich das so und so angehen. Aber ja, wie auch immer. Ich denke, alles, was ich sagen wollte, ist gesagt. Also mache ich noch kurz eine Übung gemeinsam mit euch. Hier das Herz anwählen und üben. Okay. My parents like beer. Stimmt, sehr schön. Und hier sprechen und hören, das mache ich nie, weil ich habe nie Zeit dafür, okay? Deswegen weiter. Die Namen sind gut. Stimmt. Wunderbar. Geschwister. Siblings, oder? Drink tea. Stimmt das? Ja, das Wort kenne ich nämlich nicht. Wir haben eine Katze. Wegen unseren Eltern. Genau. My parents drink coffee. Über 1 Million lernen Englisch mit dir. Das ist cool. Das ist sehr cool. Wie geht es deiner Großmutter? Your parents like the cheese. Ich muss immer suchen, wo die Wörter sind. Ich bin der Sohn meiner Eltern. Auch gut. Who are your parents? Richtig, sehr schön. Seht ihr, ich kann's. Die Eltern mögen den Käse. Ich habe ein bisschen was gelernt. Oh, 10 in Folge, sehr schön. Danke, Duo. Ja, die Eule heißt Duo. The children read with the parents. Nee, falsch. Am I a grandfather? Genau so, ja. Das nächste. I live with my parents. How is your grandmother? Das machst du super, danke. Oh, jetzt wird's schwieriger. She is not... not, sagte ich. Hallo, not my... Shit, was heißt Tante? Moment. Aunt müsste das sein, oder? Ja, geht doch. Glück gehabt.
Und dann, the animals. Animals. Like families. Ja. Wie? Families mit... Oh, IES. Ah, okay, shit, das wusste ich halt nicht. Okay, ich kann es nochmal versuchen. Like families. Stimmt das jetzt so? Ja, stimmt so. Ja, das Wort habe ich halt auch noch nie gesehen und deswegen auch das kannte ich nicht. Aber ja, Übung beendet. So funktioniert das Ganze. Paar Erfahrungspunkte und gut. Noch eine kurze Werbung. Und geschafft. Hier hätte ich jetzt ein Herz bekommen, aber ich bin voll, deswegen keines. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Das war Duolingo, das war... Diese Dinge finde ich wirklich gut. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Travessa. Tschüss!